Im letzten Video haben wir uns angeschaut, wie man ein NAS aufbaut und einschaltet. Und wenn man es dann angeschaltet hat und auf das Webinterface geht, dann wird ein QNAP-Assistent gestartet. Ich habe ja im letzten Video auch gezeigt, wie man so eine feste IP festlegt. Das kann man im Zuge des Assistenten dann auch schon alles machen. Und da werden auch ein paar grundlegende Einstellungen festgelegt. Ihr solltet dann zum Beispiel die Verschlüsselung aktivieren und auch das RAID wird ausgewählt. Hat man das getan, ist man hier auf der Benutzeroberfläche vom QNAP NAS. Das erste, was man wahrscheinlich tun will, ist ein Laufwerk freizugeben und das dann in Windows auch einzubinden. Genau das werde ich jetzt heute tun. Dazu klicke ich hier auf Systemsteuerung und bewege mich mal hier zu den Benutzern. Wenn man ein Laufwerk freigibt, macht es durchaus Sinn, verschiedene Benutzer anzulegen, weil ja nicht jeder vielleicht darauf Zugriff haben soll. Und hier habe ich mal den Benutzer UsefulWid hier zum Testen angelegt. Das könnt ihr natürlich auch tun, indem ihr hier oben einfach auf Erstellen geht und einen Benutzer erstellen anklickt. Dort braucht man wirklich nur Benutzernamen und Kennwort eingeben und damit ist der Benutzer dann schon erstellt. In dem Fall gehe ich jetzt auf Abbrechen, ich habe es ja hier schon vorbereitet. Jetzt müssen wir dem User auch noch einen Ordner zuweisen. Dazu gehe ich hier links auf Freigabeordner. Ich habe das jetzt mal hier gefiltert, dass man nur den Ordner UsefulWid seht. Ihr habt da wahrscheinlich ein paar mehr noch drin. Den könnt ihr einfach erstellen, hier oben einfach Freigabeordner erstellen und damit wird der erstellt. Was mich jetzt hier natürlich interessiert, sind die Berechtigungen. Da klicke ich hier auf das Berechtigungs-Icon da hinten und sehe, dass diese beiden User lesen und schreiben dürfen auf diesem Ordner. Den könnte ich das jetzt auch zum Beispiel entziehen, indem ich hier auf Zugriffsverweigerung klicke oder ich könnte denen auch nur Leseberechtigung geben. Das wäre dann der Modus schreibgeschützt. Ich lasse das mal hier so und kann jetzt hier auf Übernehmen gehen oder in dem Fall auf Schließen. Habe ja nichts geändert. Die nächste spannende Frage ist, wie kriege ich jetzt diesen Ordner in Windows rein? Na, dazu gehe ich jetzt einfach mal auf den Windows Explorer und klicke hier oben auf die Adresszeile. Jetzt gebe ich zwei Backslashes ein und gebe jetzt die IP vom NAS ein. In meinem Fall, das ist die 192.168.0.35, die ist hier schon drin und bestätigt das mit Enter. Das kann jetzt ein bisschen dauern, bis der Dialog kommt. Manchmal kommt er schnell, manchmal kommt er langsam. Jetzt sagt der Benutzername Kennwort ist falsch. Ja, der macht nichts anderes, als mit meinem aktuellen Windows-Konto sich dort anzumelden und da bekommt er natürlich die Meldung, dass das Konto falsch ist. Deshalb gebe ich mal den User UsefulWid ein. Als Passwort habe ich gewählt super sicher 123 und damit komme ich jetzt schon mal auf die Übersicht. Hier sehe ich schon mal alle Freigaben, die mein NAS jetzt hat, aber wir erinnern uns, ich habe ja eigentlich nur eine Freigabe für den Ordner UsefulWid. Ich versuche jetzt also mal dementsprechend in den Ordner Videos reinzugehen und hier werde ich nochmal nach Anmeldeinformationen gefragt. Der Grund steht auch da unten, der Zugriff ist nämlich verweigert worden. So soll es ja auch sein. Das breche ich jetzt ab und gehe tatsächlich in den Ordner UsefulWid rein. Hier sehe ich jetzt den Ordner Backup zum Beispiel, den hatte ich mir da mal angelegt. Also nichts Spannendes, ich kann jetzt aber hier navigieren, wie wenn es ein ganz normaler Windows-Ordner wäre, kann jetzt hier auch zum Beispiel einen eigenen Ordner erstellen, kann den umbenennen, den Test, also wie man es halt kennt von Windows, nichts Besonderes. Jetzt ist es natürlich umständlich, das jedes Mal machen zu müssen. Am liebsten wäre es mir natürlich, ich hätte das eingebunden wie die Festplatte hier. Und das geht auch. Dazu habe ich auch was vorbereitet. Was ihr jetzt hier seht, das könnt ihr in jedem Texteditor machen. Ich benutze dafür gerne das Notepad++. Gehen wir jetzt mal von oben nach unten durch. Ich setze hier am Anfang ein paar Variablen. Das hat den Vorteil, die muss ich dann später nicht jedes Mal wieder neu eingeben. Also ich setze zum Beispiel NAS-IP auf den Wert 192.168.0.35, das ist halt, wie ihr schon wisst, die IP von meinem NAS. Der User wird auf UsefulWid gesetzt, Passwort wird auf supersicher123 gesetzt. Das ist optional, diese Variable. Ihr könnt auch die Werte unten dann, wenn wir gleich sehen, direkt eintragen. Hier benutze ich den Befehl netuse und schreibe hier als erstes den Laufwerksbuchstaben hin, V-Doppelpunkt. Dann, das kennt ihr schon, das ist im Grunde den gleichen Verzeichnispfad, auf dem wir hier gerade waren. Ich gehe nochmal in das Fenster zurück, klicke hier oben nochmal rein und sehe, aha, NAS-IP, Slash, also Backslash und dann der Ordnernamen. Das habe ich hier auch. Dort authentifiziere ich mich mit User und Passwort. Das Co lässt sich dann von hier oben ab. Persistent No ist nur eine Option, dass das kein dauerhaftes Laufwerk ist. Das ist etwas eleganter. Die nächste Zeile dient nur dazu, den Namen von dem Ordner richtig zu vergeben. Dazu muss einmal der Name hier stehen und einmal muss er hier stehen. Windows vergisst nämlich manchmal die Ordnernamen recht unschön. Das muss ich jetzt abspeichern. Ich gehe mal hier auf Speichern unter und muss hier oben, kann entweder hier oben sagen All Types, also das wird wahrscheinlich bei jedem Texteditor gehen, und nenne meine Datei jetzt nas.bat und speichere die so ab. Ja, die möchte ich hier ersetzen, auch die liegt halt hier schon mal. Und jetzt gehe ich dahin, wo ich die gespeichert habe. In meinem Fall war das der Dokumente-Ordner und führe die mal aus. Kurzes schwarzes Fenster kommt, das war's. Jetzt gehe ich auf dieser PC und hier habe ich jetzt das NAS tatsächlich eingebunden. Hier habe ich jetzt meinen Ordner UsefulWid
mit den Ordnern Backup und Test, die wir ja schon von vorhin kennen. Das war's schon. Jetzt sollte das natürlich bei jedem Autostart passieren. Dazu würde ich euch die Windows-Aufgabenplanung empfehlen. Die startet ihr und bei der Aufgabenplanungsbibliothek könnt ihr einfach draufklicken, macht dann hier einen Rechtsklick und klickt auf einfache Aufgabe erstellen. Die könnt ihr dann irgendwie nennen, ich nenne es mal Laufwerk. Wann wir die ausgeführt haben, beim Anmelden natürlich an den Computer, soll ein Programm gestartet werden, richtig. Und unser Programm ist hier dieses nas.bat, was wir erstellt haben. Gehen hier auf Weiter und klicken hier nochmal, dass die Eigenschaften geöffnet werden sollen. Da müssen wir nämlich auch noch was ändern dran. Hier unten würde ich mal anklicken mit höchsten Privilegien ausführen. Das verhindert, dass es dann später zu Problemen kommen kann. Klicke ich auf OK und das war's. Jetzt wird bei jedem Neustart vom Computer auch das Laufwerk entsprechend eingebunden. Nicht wundern, dass es hier zweimal gibt. Ich habe das vorhin zum Testen schon mal angelegt.